Und so sieht es aus, das perfekte Bordwerkzeug für die 50er. Wir gehen das jetzt mal Stück für Stück durch. Also das Wichtigste, sage ich immer, sind die Knarrenkästen, beziehungsweise der Knarrenkasten. Um mal ganz kurz anzufangen. Es gibt verschiedene Schraubengrößen, ist ja klar. Und bei der Ape, wie auch bei anderen Fahrzeugen, ist das meiste Außensechskant. Das nennt man so, weil so eine Schraube ist das hier. Und wie man sieht, hat die hier oben einen Sechskant drauf. Sechs Ecken, sechs Kanten, deshalb. Und um diese Schrauben zu lösen, hat man mehrerlei Möglichkeiten. Entweder so einen Knarrenkasten oder Schraubenschlüssel wie diese hier. Wir fangen aber mal bei den Knarrenkästen an, weil die sind immer sehr vielfältig verwendbar und sind auch einfach urpraktisch. Es gibt die für die Ape passend, also in unserer Sache für Apen allgemein, in drei Größen, die wir benutzen können. Einmal ein Viertelzoll, und zwar ein Viertelzoll heißt die Größe von diesem kleinen Vierkant hier. Das ist ein Viertelzoll groß. Dann gibt es 3/8 Zoll, den habe ich jetzt leider nicht hier, das ist eine Mittelgröße. Also da ist der Vierkant logischerweise etwas größer. Und hier haben wir einen 1/2 Zoll Knarrenkasten. Da ist der Vierkant ganz schön groß. Das kann man hier mal schön schon mal im Vergleich mit dem 1/4 Zoll Knarre, kann man das sehen. Der Vierkant von der 1/2 Zoll Knarre ist etwa dreifach so groß. Und das 3/8 Zoll Set ist halt so die Mitte. Ich sage immer, für die normale 50er reicht entweder ein gut sortierter 3/8 Zoll Knarrenkasten. Der muss aber mindestens von Schraubengröße 6 oder sollte, also 8 muss er anfangen, Schraubengröße 8. Bis Minimum Schraubengröße 24 gehen. Das ist immer wichtig, weil wir bei der Ape haben hauptsächlich im Bereich von Größe 8 bis hoch 22 bei der 50er. Bei der TM ist es auch etwas mehr. Da kommen wir dann auch bei einigen Schrauben hoch bis in die, ich weiß nicht, ob es da 27er gibt, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber auf jeden Fall, da rentiert sich der große Kasten. Meine Empfehlung ist, kauft euch einen kleinen Viertelzoll-Knarrenkasten für die kleineren Arbeiten, der ist gut handelbar, und wenn ihr wirklich feste Schrauben abzumachen habt, die größer sind, dafür habt ihr dann den 1/2 Zoll Knarrenkasten, den großen. Es gibt die von verschiedenen Herstellern. Wir haben jetzt hier einmal einen Proxon-Kasten. So ein Kasten kostet nicht viel. Von Proxon kostet so ein Kasten gerade mal vielleicht 20 Euro und er ist jeden Cent wert. Bitte, bitte geht nicht zum Real und kauft euch Topcraft, Mannesmann, was fällt mir noch an, Condor oder irgend so einen Müll. Schlechtes Werkzeug ist immer scheiße. Mein alter Meister hat an der Stelle immer gesagt, es gibt keine schlechte Arbeit, sondern nur schlechtes Werkzeug. Deshalb investiert ein bisschen was, es wird sich am Ende bezahlt machen. So, jetzt kommt dazu, dass man hier sieht, dass die verschiedenen Nüsse passen für verschiedene Schraubengrößen. Hier immer einen Sechskant innen auch drin haben, wie auch die Schraube geformt ist. Nun habt ihr aber die Wahl zwischen Sechskant und Vierkant. Das sieht dann so aus, tut mir jetzt leid, dass ich nur diese beiden kleinen Nüsse zur Verfügung habe, um das zu zeigen, aber man kann es ganz gut sehen. Auf der linken Seite sieht man die klassische Sechskantnuss, die genau zur Schraube passt. Auf der rechten Seite eine Vielzahnnuss. Was bringt euch so eine Vielzahnnuss? Ich meine, man rutscht eher ab oder sowas, natürlich die Gefahr ist da, aber es ist ganz einfach, da man einen Vielzahn auch in mehreren Möglichkeiten auf die Schraube setzen drauf kann. Also auf die Schraube draufsetzen kann. Das heißt, oft hat man das Thema beim Schrauben, dass man nur wenig Platz hat und diesen wenigen Platz muss man nutzen. Und wenn dann die Knarre nur in einer bestimmten Position oder die Nuss nur in einer bestimmten Position auf die Schraube drauf passt, kriegt man manchmal Probleme, weshalb es viel Zahnnüsse gibt. Nun ist es aber so, dass sich Knarren ja auch einstellen lassen. Also man kann Knarren ja beliebig verdrehen. Das heißt, meiner Meinung nach, wenn ihr einen guten, fein gerasterten Knarrenkasten kauft, das heißt, die Rasterung ist hier in der Knarre, was man so klicken hört, das sind die einzelnen Rasterungen. Und je feiner die Knarre abgestuft ist, je besser ist sie, weil man dann natürlich nicht das Problem hat, dass man sich an eine Schraube ansetzt und da versucht, irgendwie dran zu drehen und es klemmt. Also das ist dann immer, je besser die Knarre, desto feiner ist die abgestuft. Ja, das zum Thema Knarrenkasten. Ihr solltet auf jeden Fall ein Spektrum abdecken von 8 mm bis
immer 24 mm, wie gesagt. Wenn ihr euch unsicher seid, lasst euch beraten im Werkzeugladen, schaut im Internet nochmal nach. Normalerweise sind die Größen der beiliegenden Nüsse immer angegeben, sollten immer angegeben sein, wenn es ein vernünftiges Werkzeug ist. Und danach könnt ihr euch dann auch euren Knarrenkasten aussuchen. Gehen wir weiter zu dem Sachen fürs Grobe, Hämmer. Und da braucht ihr eigentlich nur zwei Stück, einen normalen Schlosserhammer, dazu brauche ich nicht viel sagen, gibt es in jedem Supermarkt. Ich hatte Glück, ich habe einen von Pettinghaus bekommen und den könnt ihr nehmen in etwas größer, etwas kleiner. Es hat beides Vorteile. Ich würde sagen, kauft euch einen mittelgroßen Hammer. Dieser hier ist jetzt, man sieht das ja anhand meiner Hand, wie groß der ist. Der ist eher ein bisschen groß, es reicht auch ein kleinerer. Dann haben wir einen Plastikhammer. Der ist vorteilhaft, wenn es um Sachen geht, die eben nicht einfach so geschlagen werden dürfen, ohne Rücksicht. Diese Dinger sind ultra praktisch. Sie sind nicht für grobe Arbeiten gedacht, aber nehmt sie einfach mal mit. Auf jeden Fall sollten sie immer dabei sein, weil man hat irgendwo immer einen Einsatzzweck, wo man eben nicht mit einem Stahlhammer auf irgendein Blech draufschlagen kann, weil man dann sofort Macken drin hat. Deshalb Plastikhammer, super Sache, immer mitnehmen. Als nächstes kommen wir auch zu was ganz, ganz Wichtigem, und das ist jetzt speziell für die 50er Ape, und das sind Abzieher. Wir haben hier einmal den Kupplungsabzieher, der sieht so innen aus, der hat da innen ein Gewinde drin, man sieht das hier so ein bisschen, den schraubt man in die Kupplung rein und kann die Kupplung damit lösen, und wir haben hier den Ape 50 Polradabzieher, der wird in das Polrad von innen reingeschraubt, da ist auch so ein Gewinde drin und der wird reingeschraubt und anschließend schraubt man diese Schraube hier fest und zieht damit das Polrad von der Welle runter. Ganz wichtig, wenn ihr 50er Fahrer seid, diese beiden Abzieher unbedingt kaufen, weil mit Hilfe von diesen beiden Abziehern könnt ihr die komplette Ape zerlegen. Wenn ihr die nicht habt, dann macht ihr unter Umständen viel kaputt und ärgert euch richtig. Also sind nicht teuer, kosten irgendwie zusammen vielleicht 30 oder 40 Euro. Unbedingt investieren, sollte für jeden Ape 50 Fahrer Pflicht sein. Zu den Schraubenziehern, die liegen jetzt hier ein bisschen auseinander. Wir haben einmal Schlitzschraubenzieher, wie man hier sieht, die einfach eine gerade Kante vorne haben, und Kreuzschlitzschraubenzieher. Diese hier, man erkennt schon, was ich meine. Hier vorne ist wie ein kreuzförmiger Schliff, ist da dran. So, was braucht ihr an Schraubenziehern für die Ape? Bei den Schlitzschraubenzieher solltet ihr ungefähr drei Größen haben. Einmal, wie soll man die am besten von der Größe her beschreiben? Ungefähr etwas unter Fingernagel dick reicht schon für die größte Größe. Und dann nehmt ihr noch einen Mittelgrößen, der ist dann ungefähr hier so die Hälfte von meinem Zeigefingernagel. Und einen ganz kleinen, manchmal braucht ihr sowas für so kleine Sachen vorne, gerade im Armaturen. Bereich, da sind manchmal so ganz fummelige Schrauben drin. Also diese drei Schlitzschraubenzieher sind mal das Basic Equipment. Zusätzlich haben wir diesen hier. Das ist ein Stummelschraubenzieher, ein kurzer Schlitzschraubenzieher. Der ist gerade bei der Ape ganz speziell für den Vergaser geeignet. Den braucht ihr, wenn ihr den Vergaser oben öffnen wollt, um den Gasschieber rauszunehmen. Erkläre ich euch später noch in einem späteren Video. Und dieser Schraubenzieher ist deshalb sehr sinnvoll. Die sind billig, kosten auch nichts. Immer mal einen mitnehmen, einen gleich mitkaufen. Erspart eine Menge Mühe und Arbeit, weil mit diesen großen langen Dingern habt ihr bei der engen Platzverhältnis unter der Ape 50 Pritsche oft mal Probleme. Deshalb ein kurzer kann nicht schaden. Bei Kreuzschlitz ist es genauso. Ein etwas größerer, ein mittlerer und einer fürs fumschige Zeug. Worauf ich hier nochmal hinweisen möchte, an einigen Schraubenziehern seht ihr, dass hier ein Sechskant installiert ist. Hier, diese Verzahnung hier. Dieser Sechskant ist dafür zuständig, dass ihr einen Schlüssel ansetzen könnt, einen Schraubenschlüssel an diesen Schraubenzieher. Wenn eine Schraube richtig fest ist, könnt ihr somit die Schraube besser und leichter lösen. Sehr sinnvoll, gibt es nur bei den besseren Schraubenziehern. Guckt euch mal um. Ich empfehle Vera. Praktischerweise habe ich jetzt nur einen von Vera da, aber man sieht es, weil der hat alles. Der ist schön gearbeitet, hat hier diesen Aufsatz und hat zudem, ganz wichtig,
hat eine Schlagkappe hier oben. Das heißt, ihr könnt mit dem Hammer auf den Schraubenzieher draufhauen, wenn ihr irgendwas anderes weghaben möchtet oder wenn ein Schlitz nicht ganz sauber ist, könnt ihr ihn damit reinhauen. Das ist ultra, ultra praktisch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Diese Dinger sind super. Vera heißen sie und mit W-E-R-A geschrieben. Unbedingt mal im Internet nachschauen. Sind gar nicht so teuer und sind unglaublich stabil und praktisch. Kommen wir zu den Zangen. Da solltet ihr erstmal immer eine Wasserpumpenzange haben, die ist unersetzlich. Ich habe jetzt hier eine von Belzer, die wird so nicht mehr gebaut, aber wenn ihr eingibt Wasserpumpenzange, mittlere Größe, also ja, Standardgröße, wenn ihr im Zweifel seid, fragt bei eurem Werkzeughändler oder Mann des Vertrauens nach, nicht so ein kleines Ding, ich weiß nicht, wie die bemessen werden in Größen, diese hier müsste ungefähr so 25 cm Länge haben. Das sollte so das Mindestmaß oder das Grundmaß sein für eine Wasserpumpenzange. Die kann man für alles verwenden. Dann, wenn es mal an die Kabel geht, da kommen wir noch zu, eine Abisolierzange gibt es auch sehr billig zu kaufen. Die sind einfach ultra praktisch. Hier vorne kann man nämlich die zusammendrücken und wie man dann sieht, entsteht in der Mitte ein kleines Loch, wo das Kabel durchführt und die Umhüllung wird damit abgezogen. So könnt ihr Kabel abisolieren und eventuelle Fehler in der Elektrik reparieren bzw. neue Sachen anschließen an eure ARP. Ultra praktisch das Ding. Dann eine Kombizange, die sind immer gut, das heißt, halt falsche Zange. Die sind immer gut, das heißt, man hat hier ein kleines Schneidewerkzeug, um Drähte durchzukneifen und vorne hat man eine normale Klinge, um irgendwas festzuhalten. Immer mitnehmen, braucht man immer, super sinnvoll. Genauso wie unsere nächste Zange, jetzt haben wir den richtigen, den Seitenschneider. Der ist für alle harten Sachen, die abzukneifen sind, Draht. Also ich habe damit schon so viel durchgekniffen mit diesen Seitenschneidern. Die sind ultra praktisch, man kann ganz viel Kraft übertragen. Immer einen dabei haben, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu den beiden ARP-Spezialzangen, und zwar Sprengringzangen oder Sicherungsringzangen auch genannt. Sicherungsringzangen müssen auf jeden Fall dabei sein, gerade bei der ARP50 für das Differential braucht ihr sie. Sie sind in zwei Varianten zu bekommen, einmal für innenliegende und einmal für außenliegende Sicherungsringe. Das heißt, wir sehen hier, wenn wir so eine Zange hier zusammendrücken, dreht sich die eine Zange nach innen und die andere Zange geht beim Zusammendrücken nach außen. Das hat folgenden Sinn. Die Innenringe sind in einem Rohr quasi drin reingesteckt oder wenn man sich vorstellt in einer Bohrung und man muss sie zusammenziehen, um sie dann rauszuziehen. Bei den Außenringen ist es so, dass sie um das Rohr herum quasi gehen und damit muss man sie auseinanderdrücken, um sie dann runterziehen zu können. Das ist der Sinn, deshalb braucht ihr immer zwei Zangen, mittlerer Größe auch wieder, Ringe von, ich glaube die Maßeinheit ist dort 20 bis 60 mm etwa. Ja, das sollte so die Größe sein, die eure Zange bekommt. Weiter geht's mit Schraubenschlüsseln. Da muss ich jetzt ganz kurz etwas ausholen. Bei Schraubenschlüsseln gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt zunächst mal den Unterschied zwischen Maulschlüsseln und Ringschlüsseln. Das heißt, so ein Maulschlüssel umfasst nur einen Teil der Schraube, beziehungsweise ich gehe mal rüber zu diesem hier, da kann man das gut sehen. Die Schraube wird nur an zwei Seiten festgehalten. So ein Ringschlüssel ist natürlich sehr viel praktischer. Ein Ringschlüssel umfasst nämlich die komplette Schraube und sie kann nicht mehr weg. Das ist natürlich vorteilhaft. Nun ist es aber so, dass man nicht an alle Schrauben mit einem Ringschlüssel drankommt. Deshalb gibt es kombinierte Ring-Maulschlüssel, die für beides da sind. Es gibt aber auch Maul-Maulschlüssel, da ist dann an jedem Ende ein verschieden großes Maul dran. Und dann gibt es natürlich noch dementsprechend nur Ringschlüssel, die an beiden Enden Ringen haben. Alles das ist möglich. Schraubenschlüssel können unglaublich teuer sein, wenn sie geschmiedet sind. Deshalb solltet ihr eine Grundauswahl dabei haben und die will ich euch jetzt mal erklären. Was ich immer dabei habe, ist einmal ein Satz Doppelmaulschlüssel. Das heißt, ihr beginnt es, sieht man schon, mit der Schlüsselgröße 6. Dann folgt am anderen Ende 7, beim Schlüssel darunter ist es dann 8 und 9, beim Schlüssel darunter ist es 10 und 11 und so weiter und so fort. Das geht hoch bis 32 mm.
So, jetzt sind gerade bei den größeren, nicht wundern, sind einige Maße dabei, die braucht ihr nie im Leben. Einige Maße zum Beispiel, die ihr nie im Leben brauchen werdet, sind die Schlüsselgrößen 12 braucht ihr nie, 14, 15 ist heute auch nicht mehr gebräuchlich. Was auch nicht gebräuchlich ist, ist 18 ist sehr selten verwendet. Was ist so beginnend ab 24 vielleicht noch, aber 25, 26 ist sehr ungebräuchlich, 28 ist sehr ungebräuchlich. Aber das seht ihr dann schon, wenn ihr solche Sätze kauft. Meistens ist es so, dass die Staffierung hochgeht durchgehend von 6 bis 19 und dann beginnt es, dass die meisten dass ein Schlüssel dann 20, 22 ist, der nächste dann 21, 23, dann folgt noch ein 25, 27er, da wird es dann etwas krumm. Grundsätzlich kauft einfach so einen 12-teiligen Satz, wo dran steht grundsätzlich 6 bis 32 mm. Den Satz solltet ihr auf jeden Fall kaufen. Um jetzt aber so eine Schraube im Zweifel kontern zu können, also das andere Ende der Schraube festzuhalten, wenn ihr mal nicht mit dem Knarrenkasten draufkommt, braucht ihr noch einen zweiten Satz. Und hier empfehle ich jetzt, einen Ring-Maul-Satz zu nehmen, damit ihr im Zweifel auch immer Ringschlüssel dabei habt. Die sind einfach praktisch, sind etwas teurer und müssen natürlich mehr gekauft werden, weil pro Schlüssel geht immer nur ein Maß. Ist ja klar, bei den Maul-Maul-Schlüsseln kann man pro Schlüssel zwei Maße immer verwenden. Bei den Ring-Maul-Schlüsseln geht es immer nur ein. Deshalb ist das Sortiment meistens natürlich größer und immer doppelt so viele Schlüssel wie bei den kombinierten. Ich würde empfehlen, nehmt ein einfaches Sortiment, auch von 6 hoch bis 22 oder sowas. Das reicht dann völlig. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt auf jeden Fall für jede Schraube den passenden Schlüssel. So, wir kommen zu den Kleinigkeiten. Das ist einmal eine Drahtbürste, die solltet ihr immer dabei haben, oder beziehungsweise das ist überhaupt keine Drahtbürste, sondern eine Messingbürste. So sollte sie übrigens, by the way, gar nicht aussehen. Also sie muss eigentlich immer schön mit spitzen Borsten sein. Diese hier hat schon viel erlebt. Auf jeden Fall, die ist super für die Zündkerze. Unbedingt auch mitnehmen, sehr sinnvolles Teil. Jetzt kommen wir zu den Kleinigkeiten. Das ist einmal Dichtmasse. Wenn mal was irgendwo rausquillt, wenn ihr mal einen Motor während der Fahrt zerlegen müsst, könnt ihr den damit wieder zusammenkleben. Flüssige Dichtmasse. Ich nehme hier dieses Uniplast-Dichtung. Es gibt es aber in tausenden verschiedenen Größen. Egal ob Hylomat oder Loctite-Flächendichtung. Gibt es einfach mal ein. Lasst euch auch da vielleicht beraten. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Favoriten. Flächendichtung sollte auf jeden Fall dabei sein. Dann kommt einfaches Lagerfett, nimmt einfach Langzeitfett, Superschmierfett oder einfach Fett. Man braucht es zwischendurch, um irgendwelche Stellen einzufetten, vor Rost zu schützen, um sie besser bewegen zu können. Normales Lagerfett ist für alles gut. Dann kommen wir zum Imbusssatz. Der aufmerksame Zuschauer wird bemerken, dass es sich hierbei um einen Zollsatz handelt. Ihr müsst immer nach metrischen Sätzen fragen, auch bei Schraubenschlüsseln und Knarrenkästen, immer metrisch natürlich. Also diese Bezeichnung 3/16, 5/32 und so weiter, die gibt es in der deutschen Norm nicht oder beziehungsweise hier in der EU-Norm, aber genauso, da sind die Schraubenschlüssel und die Knarrenmaße alle genormt nach halbgeraden Zahlen. Auf jeden Fall, der Schlüsselsatz ist aber im Prinzip derselbe. Das hier ist jetzt ein Zölliger, aber gibt ihn auch genauso gut in normal. Sollte von möglichst ganz klein, also runter 4 oder auch sowas, bis hoch zu den ganz großen, da gibt es nicht viel zu sagen. So ein Ersatz ist super billig, gibt es auch als Kombi-Werkzeug. Einfach mal mithaben, braucht man bei der Ape nicht so oft, ist aber trotzdem enorm wichtig, wenn man ihn braucht. Dann noch ein Multiöl, zum Beispiel Ballistol oder auch WD-40 ist bekannt, Caramba, was auch immer, was ihr wollt. Ein Bremsenreiniger zum Entfetten von Stellen, die sauber sein müssen. Und um das Ganze zu verteilen, noch eine alte Zahnbürste. Damit haben wir unser komplettes Werkzeugsortiment abgegrast. Wie man oben in der Ecke sieht, dort hier ist noch ein Lappen, der sollte auch immer dabei sein, dass ihr euch die Finger sauber machen könnt und sowas. Und wenn ihr dieses Sortiment an Werkzeugen gekauft habt, dann steht eurem nächsten Ape-Schraube-Abenteuer nichts mehr im Weg.